Haftig mal willkommen zu einer neuen Folge Mac Legend. Und was machst du da? Voll geswisselt. Ich wollte nur testen, ob ich die richtige Soundquelle ausgewählt habe. Was denn? Dieses Mal bitte drauf aufpassen. Hä? Hey, habt ihr eine Rüstung letztens verloren, die wir bekommen haben? Idee mit Knopf im Park ist super. Lösung gibt's schon bei gutefrage.net. Ah, gut, da haken wir denken, dafür haben wir gerade 10.000 Euro bekommen. Ihr seid euch anscheinend doch noch nicht im Klaren, mit wem ihr es hier zu tun habt, aber dachte ich mir, ihr beobachtet mich. Nö. Ab jetzt gelten meine Spiel. Er hat uns Knochen in Item-Frames vor die Butze gelegt. Ich meine, geiler geht's nicht. Weißer Staub. Können wir weiß brauchen. Andi, pack's bitte und in die Kiste oder gib's mir. Und er hat vor unsere Tür gejust. Ja, was macht er denn hier? Ja, aber das steht hier noch. Was macht der denn? Nee, wer anders, glaube ich. Wer war denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, bei wem du das gemacht hattest, Andi. Was? Ich auch nicht. Deine Drohbriefe. Hä? So, ihr habt euch mit mir angelegt und ich hoffe, das ist euch klar. Franz Eder. Ist das nicht noch der alte Brief? Uff, der Arschherr, was? Nee, okay. Ich bin der Herr der Waffenkammer und habe die besten Kontakte, um euch alle drei zu vernichten. Nö. Ihr werdet noch weiter von mir hören. Geht leider nicht. Haha, Langeweile Waffenmeister. Friendly Fire is false. How about no? Hä, hey, warum sollte er uns denn vernichten? Das macht doch keinen Sinn. Toll, ich hab ihm gedroht, ja und? Ja, du hast nur gesagt, ich hab ihn dafür beobachtet. Ja. So. Wo waren wir denn bei? Die Schlafkabinen müssen noch gemacht werden? Vor allem, woher weiß der, dass wir das waren, ist die Frage. Weil er nicht... Haben wir nicht den Namen angeschrieben? Nein, haben wir eben nicht. Schaut er vielleicht einfach die Videos? Das kann natürlich sein. Das wurde ihm zugetragen. So. Was gibt's eigentlich gerade zu tun? Weil der Club ist ja fertig. Nee, eben nicht. Die Waffenkammer. Ach ja. Und die Pennräume. Da habe ich erst einen gemacht. Mach ich aber auch gleich weiter. Hier fehlen noch Türen. Was wollen wir die Türen machen? Ja, genau. Die sollten blickdicht sein. Deswegen kommen eigentlich nur die dunklen in Frage, ne? Blickdicht. 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 Damit man in Ruhe Bus fahren kann. Na dann, du machst auch schon wieder hier Busfahrer-Stories. Du kannst da mal hier die Busse einbauen, ne? Die Bälle. Du kannst die Schlafzimmer nach und nach bauen. Idee im Knopf im Park ist super. Lösung gibt's schon bei gutefrage.net, hä? Ich mach gerade mal wieder unsere Welche Postkasten Lösung denn? Hä, der Geheimbutton, Andi. Ja, warum, was soll denn dieser... Keine Ahnung. Ich wollte wahrscheinlich nur sagen, dass wir nicht die Ersten sind, die da drauf kommen. Das haben wir auch nicht selber erfunden. So. Oh, who plays? Eine Nachricht, oder? Ah, hey Pox. Ich habe euch da mal was vorbeigebracht. Also eine Nachricht vom Anton. In eurem Briefkasten findet ihr eine Kiste. Das ist ein Backpack. Yay, Backpack. Chest. Oh, ein Backpack, normal. Was wollen wir für einen Boden in die Waffenkammer legen? Ich will ja für Stone Slabs. Jo. Okay, okay. Mega geheim, mega geheim. Können die mal ein bisschen tiefer machen. Ja, aber nicht zu tief, die muss ja nicht riesig sein. Aber groß genug. Na, eigentlich wollte ich es nur einen Breitheit machen, das reicht schon. Hier hinten kommen halt dann die Brauereistation rein und ein paar Kisten mit Waffen und ein paar... Ja. Ja, so in etwa. So, dann, was für ein Boden? Stone Slabs. Okay, okay. Will ich mal stöhnen, so. Das kommt jetzt auch mal weg. Mal dieses Getagge überall bei uns. Taggy, taggy, tag, tag, taggy, tag, tag. Wer steht da vorne? Tata, tiki, tiki. Das Rapun. Ja, genau. Danke, Anton, für die Backpacks, aber ich weiß auch, die sind verpackt. Deswegen habe ich da auch eher denn hier? Angst. Wo ist dies? Wer ist der denn? LOL. Er gibt mir gerade noch einen Diamantblock. Oh, ja, Backpack. Danke, ja, wir haben Backpacks bekommen, aber wie gesagt, ich glaube, die sind halt zum Teil echt verbuggt, wie er auch sagte. Konnte. Okay. Aber du machst dir jetzt keine Rüstung draus oder so. Wieso? Die werden eingelagert. Hey, wieso werden die eingelagert? Weil die nicht für dich war, sondern für uns. Der Block. Was denn? Was hast du denn gekriegt? Die hat einen Diamantblock, 9 Diamanten bekommen. Es ist doch schon eine Löffelkiste. Chill mal, du, chill mal. Ja, nee, ich kenne dich, du baust ja erstmal eine Rüstung drauf. Also an der Stelle, ich habe gerade auch noch einen Diamantblock bekommen. Ich glaube, der ist so Rich Armani, Bitch. Ich glaube, ich krieg gleich jeder einen Diamantblock. Vielleicht krieg ich auch noch einen, wenn ich mich vorhin stelle. Nein, ich will dafür alle außer Däumen bekommen. Jetzt mein, wo hat er die her? Hä, wieso? Ist doch egal, man fragt nicht. Ein geschenkten Gausch schaut man nicht ins Maul. So. Nicht, dass wir... geklaute Ware annehmen und dann. Wo ist er denn? Hier soll ich nur sagen, juckt mich nicht. Ich muss mich unauffällig neben ihn stellen. Wo ist er denn? Ganz unauffällig. Give it to me, baby. Aha, aha. Was tut er? Ist er in unserem Clubraum? Ist er da unten drin? Er ist hinten. Ah, vielleicht sucht er mich. Was will er? Er sucht mich. Er will mir auch einen Block geben. Verschwinde ich ganz schnell in der Wand. Ja, geh auch aus dem Geheimversteck raus, du Lappen. Oder was heißt Geheimversteck, aber? Er ist gerade. Ich laufe jetzt unauffällig, ich laufe ihm unauffällig hinterher. Ganz unauffällig, wie du bist. Vielleicht schickt er mir auch eine Hand. Er hat mir Handelsanfrage geschickt. Ein Teufel will ganz unauffällig was haben. Ah, er gibt mir einen Diamantblock, er ist ja nett. Du bist richtig schäbig, weißt du das? Danke. Du kannst mal Stone brennen. Ja. Hallo? Ich glaube, selbst solche Aufgaben überfordern ihn mittlerweile. Ja, ich hab einen Stack Stone im Inventar. Ja, dann mach doch Stone Labs. So. Stone Labs draus. Weg. It's so dark, I can't see anything. Now it's bright. Klickst du denn schon wieder, Däum? Hey, ich machte die Stone Slabs, chill. Ah, okay. Wir könnten mal so eine Kiste machen für Nachrichten. Warum ist hier ein Faden auf dem Boden? Du meinst einen Briefkasten, yeah. Kilian? Nee, einfach, wo wir die gesammelten Nachrichten... Ja, das hat irgendwer hier reingegist gehabt. Mehrere. Diverse. Warum? Egal. So. Also bei der Schaltung muss ich Kilian ganz klar mal einfach loben. Das ist richtig geil gemacht. Das ist ja einfach, der Club ist jetzt halt einfach Club. Secret. Andi, warum sind doch keine Küche? Map. Ja, das war erstmal ein Beta-Muster. Ich will irgendein Muster in den Boden machen. Ja, Beta Isodonner. Jetzt haust doch nicht voll! Ich hab doch gesagt. Oh. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Was denn? Dicke Kanalreiniger-Action. Ich war der richtige Luigi. Kanalklempner. Was? Luigi ist kein Kanalklempner. Junge, ich bin in den Haushaltswarenladen meines Vertrauens gegangen. Stopp, was ist ein Haushaltswarenladen? Laden. Hä, das ist sowas, wo du Staubsauger, Spülmaschinen, Küchenwaren, Schrauben, Hämmer... Ist der klein oder war das ein Saturn? Nee, also es ist wirklich noch so von Hand geführt. So oldschool. Wo warst du heute? Der ist bei mir in der Nähe. Lol. Und die haben noch eine Kasse mit Kurbel und so. Nice. Geil! Das sind da arbeiten halt also auch nur Leute über 60, sage ich mal. Also richtiger Tante-Emma-Laden. Ja, aber die sind halt richtig urig und die Kartons stehen da einfach mitten im Laden rum und so halb ausgepackt und sowas, ne? Und so, ja, suchen Sie die Schraube, macht erstmal 10 Packungen für mich auf. So, ja, die könnte passen. Okay, alles klar. So und dann haben wir das Ding rein. Kanalreiniger-Action hier so ein Pömpel gekauft, ne? So ein Gummiding. Ja, was jeder normaler Mensch im Haushalt hat, ja. Hä, sowas hat kein Mensch im Haus, also ich zumindest. Also nicht, wenn du ausgezogen bist. Hast du sowas, Andi? Ich hab so ein Ding. Hast du es mitgenommen oder hast du es gekauft? Ich hab's mir gekauft, das hat mir sogar einmal schon das Leben gerettet. Andi benutzt es auch nur für alternative Praktiken. Ja! Das hat das Leben gerettet, Andi. Das hat einfach perfekt gepasst, wie Don es gerade eingebaut hat. Alternative Praktiken? Ja, wieso, wofür hast du es denn mal gebraucht? Also meine Dusche... Andi hat's an der Tour hat geschissen. Nein, beim Waschbecken. Ja, neben meine Dusche hat in letzter Zeit immer so einen gewissen Wasserpegel gebraucht, bis es zügiger abgeflossen ist. Und ja, da dachte ich, helfe ich mal ein bisschen nach, ja, weil... weil halt irgendwann Haare auch mal Alter, da kommt so viel Scheiße raus. Ja, es ist richtig eklig. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, ja. Und danach bist du verwundert, wie schnell das wieder abläuft. Richtig. Wir brauchen hier nochmal Holz und Wolle. Allgemein brauchen wir noch weiße Wolle für die Wände. Ja, hatte ich auf jeden Fall Spaß bei. Das glaube ich dir. Was hast du dafür benutzt? Nee, im Klo habe ich es noch nicht geschafft. 5 Euro. Die Dinger sind nicht teuer. Das ist ein Stück Gummi mit Holzdäumen. Ja. Das gibt's auch bei Obi-Kieren. Ja, aber... Ach nee, du hast ja keinen Obi bei denen. Nee. Haben die Dinger eigentlich auch einen offiziellen Namen oder nennt man das Ding? Ich hatte es danach... Nee, irgendwas mit halt Verstopfungsbeseitiger oder so, hätte ich jetzt behauptet. Ja, Andi hat das bei sich selbst angewendet, den Verstopfungsbeseitiger. Einmal angesetzt und ordentlich gepumpt. Also, das ist jetzt wirklich eklig. Der Begriff Pömpel entspricht der norddeutschen Sprache und steht für Saugglocke. Genau, Saugglocke. Handelsübliche Haushaltssaugglocke zur Abflussreinigung. Eine Saugglocke, umgangssprachlich und mundartlich auch Pömpel, Diminutiv von Pumpe, Pumpfix, Stopfstecken, Klostampfer, Schluppi, Gummistumpen, Gummistopfer, Planscher oder Ausgussreiniger. Ebenso Plömpel, Plömper, Plöppel, Hebamme und im norddeutschen Dialekt Hebamme. Plömpel, Plümper oder Plumper. In Franken Siphonreiniger oder Bömbel, in der Oberblaue Sitz. Prömpel, in Österreich Saughektor, nach dem ersten Hersteller der Stessel. Gib mir mal den Saughektor. Ist ein Haushaltsgerät, das der Beseitigung von Verstopfung im Abfluss meist am Ende eines Holzstabes montiert ist und mit der Verstopfung in Siphons beseitigt werden kann, indem mit der Sauglocke sowohl Über- als auch Unterdruck erzeugt wird. Ja. Also, welchen hat euch am besten gefallen? Ich fand eigentlich den Saughektor. Ja, und den Klostampfer fand ich auch ziemlich gut. Ja, den Saughektor und Klostampfer, genau. Klostampfer! Mein Favorit ist immer noch Bumper. Wo bauen wir eigentlich die Netherwarzen an? Aber ohne Witz. Wo bauen wir die Netherwarzen an? Gute Frage. Wie wär's da mit einem geheimen Zimmer? Noch da hinten mit? Ach, noch ein geheimes Zimmer hinter das wieso? Ist doch easy, jetzt mit an die Waffenkammer direkt anzuschließen, oder? Das ist nicht nur eine Waffenkammer. Ich habe mal eine dumme Frage. Was ist denn dann das Lager oder so? Das ist das Lager. Ich habe mal eine dumme Frage. Ja, Meister. Wie erzeugt man mit dem liegenden Unterdruck? Das Rohr ist ja nicht, ist ja auch noch an mehrere Öffnungen angeschlossen. Ja, aber weil du ja von einer leichten Verstopfung ausgehst. Ach so, wenn man da, ach so, dass dann wirklich da nichts wirklich mehr durchgeht. Naja, und wenn Wasser drin ist und du halt rausziehst, dann wird das Wasser durch den, scheißen kann. Dann wird, guck mal, dann erzeugst du im Bereich zwischen Wasser und Pömpel einen Unterdruck. Ah, ja, dann wird das Wasser nach oben gezogen. Okay. Das ist ja kein dauerhafter Unterdruck. Beim Klo ist es ja vor allem, dass du halt die Scheiße stampfst, damit sie rausgeht, ne? Fast. Aber in deinem Abfluss solltest du eher saugen, um ihn auch wirklich freizukriegen. Da können wir mal das Thema wechseln. Doch, ich finde das sehr spannend. Hat auch sehr, sehr tolle Geräusche gemacht. Sehr toll. Ich verstehe nicht, wie du dich dafür so begeistern kannst, dass das was ganz Normales ist. Klostampfer. Das ist was ganz Normales. Ja, natürlich. Das ist nicht normal. Ich war einfach amazed. How nice the water flows again in the shower. Ja, natürlich. Das ist das, was für Kacke drin ist. Ja, eben, ist nice. Was machst du mit deiner Dusche? Ja, alter Haare, alles Mögliche. Bei Andys Haaren, nee, ist aber genau. Ey, das ist ganz normal. Ein Mensch verliert halt Haare. Ja, aber deine Haare sind anders. Hä? Ich hab auch nicht. Okay, ich hab vielleicht mehr Haare als der Durchschnittsdeutsche, aber. Das ist vor allem Borstenhaar, also dicke Haare. Ja, das trägt ja nicht zu viel zur Verstopfung bei. Ja. Andi, komm mal mit, muss dir was Geheimes zeigen. Na klar, hat doch mehr Volumen. Ja, aber die Haare verstopfen ja erst, Volumen, wenn die sich quasi kreuzen. Und das geht halt mit, also, oder aufknäulen. Das geht halt bei langen Haaren deutlich besser. Was meinst du? Also an der Stelle möchte ich mal festhalten, dass graue Wolle ausdrücklich nicht in die Steinkiste gehört. Ja, also kann man ruhig mal die Augen aufmachen. Und wenn man endlich mal die Augen aufmacht, dann sieht man es auch. Bist du irgendwie retardet? Sauber. Wieso denn? Was willst du mir denn jetzt zeigen? Scheiße, wo war das denn jetzt? Hä? Ich will dir irgendwas Geheim. Sieht cool aus. Hä? Ah, ich weiß wieder wo. Komm mit. Aber wie hast du das überhaupt entdeckt? Ja, und? Geh rein. Stehen bleiben, wir müssen hinter uns zumachen. Kehren darf nicht wissen, wo wir sind. So, weiter. Nee, du gehst vor. Wieso? Ja, das ist vorgehst, ich trau dir nicht. So. Ja, was ist jetzt hier denn geheim? Es ist eine Wendeltreppe. Ja, und jetzt? Du wolltest doch schon immer mal in diesen geheimen Puff rein. Ach, das ist der Puff? Der Puff der Detektive? Nee, nicht Puff Bar, oder wie hieß das? Noch ein geheimer Clubraum. Ja, hier unten ist jemand. Wir sind eingedrungen. Nur für das Personal betreten verboten. Das ist voll die hässliche Spelunke, Alter. Also, weil sie so dunkel ist. Hey, Andi, wir schleichen uns rein, komm mit! Die weiß nicht, dass wir sind, glaube ich. Du geh vor. Assassinen-Action. Wir proben jetzt für den Ernstfall, nur dass wir halt diesmal niemand töten können. Oh, scheiße! Zurück! Was ist das für eine Tür? Ah, von da wir reinkommen. Auf keinen Fall betätigen. Da sind wir reingekommen, ne? Auf gar keinen Fall betätigen. Okay, wir schleichen uns jetzt rein. Ich hoffe, er ist da jetzt nicht direkt um die Ecke. Bist du bereit? Ja. Du bist Nächste. Ihr könnt nicht, das ist die Tür. Die geht auf. Der spielt ohne Ton oder hört dabei Dubstep-Musik. Scheiße. Guck mal, hier drin ist er, hier drin ist er. Und was ist jetzt eure Mission dann? Wenn ihr ihn nicht umbringt? Ah! Hat euch gesehen? Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Flo. Fliegen. Wo bin ich? Was ist das denn hier? Also, er folgt uns. Was ist das? Hä, was ist das? Er folgt uns. Hier ist Sackgasse. Ah. Zurück, 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 zurück. Oh Gott. Hilfe. Why are you so low? Müll. Nee, den Müll will ich nicht. Oh Gott. Raus, 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 raus. So. Flieh, flieh. Folgt er uns noch? Nee, ne? Nee, ich glaub nicht. Richtige Mongo-Action. Hätte die Druckplatten nicht, wären wir komplett sneak gewesen. Oh. Hat auch nichts geschrieben, ne? Keine Ahnung. Und das war so doch egal. So schnell wie wir da raus waren, wie soll der da was schreiben? Keine das Ahnung. War Hausfriedensbruch. Ja, also wir waren ziemlich lange da unten drin, ne? Ja, aber wir hätten es ja nur für einen Bruchteil einer Sekunde gesehen. Ach so. Wir haben sich dann auch nicht durch die Wand gesprinten. Ah, so. Hallo Kian, ich bin wieder da. Ich brauche Wolle. Wo ist Wolle? War noch hinten rechts in der Mitte. Also, nein, hinten links eigentlich. Hier. Mittlerer Gang, hinten durch, linke Seite. So. Welcher aber wir sind Gang, auch Gang A oder Gang B? Hertha, bitte an Kasse 2. Hertha, wie viel kosten die Kondome? Also, wenn nebenan ich wäre Kassierer und würde Kondome kaufen, würde ich das jedes Mal so machen. Einfach durch den ganzen Laden brüllen per Lautsprecheransage. Erna, komm bitte mal her, wie viel kosten denn die Kondome? Habt ihr mal dieses auf Tele 5 gesehen, da wo sich die besaufen? Ach, du meinst, ja, ich weiß nicht, bitte nachkippen oder so? Bitte nachschippen, ja, wo Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder. Du meinst Wiegald Boning da Host der ist. Auch noch, glaube ich. Der ist Host mit. Ja, irgendwie so, oder? Ja, ach so, aber der Alte ist doch auch da, glaube ich. Ja, Dingens Bla ist auch dabei. Auf jeden Fall, habe ich dann gerade so einen Ausschnitt gesehen. Kian guckt sich Sendungen an, wo sich Leute besaufen. Irgendein Moslem. Ja, dann fragt Hella von Sinn. Ach, warte mal, wie war's denn? Ist das nicht diese gruselige Frau? Ja, das ist die gruselige Frau. Ich glaube, sie sagt, darfst du überhaupt männliche Alkohol Version? Trinken? Ja, sieht zumindest sehr männlich aus. Und dann? Und er sagt nur, bist du nicht lesbisch? Isst du auch Würstchen? So geil, ich glaube, das war's. Also so etwa. Geiler Konter. Richtig gut gekontert. Richtig gut. So, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge, ihr Vögel. Genau, also gönnt euch ein Abo oder lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal.